Moin Leute und willkommen zum nächsten Let's Play. Und zwar ja. Habe ich mir wieder den Supidupi ausgesucht. Hatten wir ja schon besprochen. Und diesmal ist einiges anders. Also wir machen weiterhin Adventure Maps, wie bereits angekündigt. Ich habe ja letztes Mal eine Idee in den Raum geworfen. Und zwar wollten wir mal eine Saw Map spielen. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Und also die mich gucken. Und deswegen ist sie jetzt hier, die Saw 3 Map. Und passend zu der Map hat der Entwickler auch ein schönes Texture Pack dazu rausgehauen. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, das gleich reinzuhauen. Nur das Problem ist, das Texture Pack ist nicht auf eine aktuelle Minecraft-Version 1.3.2 gepatcht. Das heißt, ein paar Blöcke sehen ein bisschen, naja, ungepatcht aus halt, sage ich mal. Aber ich hoffe, dass das uns im Abenteuer nicht so viel passiert. Wenn doch, wenn die Lava so ist oder so, dann müssen wir das halt ändern und dann muss ich das Texture Pack, was ich sonst nehme, nehmen. Muss ich dann gucken. Auf alle Fälle geht's jetzt los. Gestern steht auf meinem Server, alles eingestellt müsste sein. Und wir sehen gleich diese geilen Texturen hier am Anfang. Und den Supidupi. Ja. So. Sicher, dass du die Musik nicht zu laut hast, ich höre die nämlich. Das ist nämlich unlogisch, weil ich hatte die Musik leiser als sonst. Ich kann nochmal nachgucken für euch alle hier. Ja, okay. 12%. Vielleicht hörst du die, okay. weil irgendwas verstellt ist. Ich weiß es nicht. Ich bin noch gerade ein bisschen nervös, weil ich bin immer nervös von neuen Displays. Ich freue mich auch so, dass es losgeht jetzt. Und ich hoffe, wir werden nicht so viele Folgen brauchen wie für Magic Jumps. Also das Gute ist jetzt, ist eigentlich scheißegal, aber für euch vielleicht, dass die Schilder jetzt alle auf Deutsch sind. Erstmal hier, das sieht auch total geil aus, finde ich. Erstmal schon mal Sneaker. So, erstmal die Regeln jetzt. Fangen wir gleich mal mit den Regeln an, ist ja super. Befolge immer jede Anweisung, die dir gegeben wird. Es sei denn, du hast die Wahl. Ja, okay. Also haben wir auch manchmal die Wahl. Bei den Speicherpunkten ist es sehr wichtig zu speichern. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Ich wäre einfach weitergerannt. Wenn ihr nicht Nacht habt, dann ist es erlaubt, die Nacht herbeizuschieben. Ja, das kennen wir ja schon aus Magic Jump. Und den Nachtbefehl kann ich immer noch auswendig. Man kann das Adventure nur zu zweit spielen. 1-2. Und der da hinten macht schon weiter anscheinend. Nicht! Ich guck mir das hier noch an. In die Dispenser gucken. Nicht! Abbauen oder abbauen. Was? Anbauen oder abbauen, sorry. Es sei denn, es wird dir gesagt. Ja, Punkt. Es wird auf easy gespielt, das tun wir. Hoffe ich doch. Der Schaden, damit ihr euch angreifen könnt, muss an sein. Komm mal her, ist PvP an. Ja, ist an, aber ich kommen kann. Ich komme bitte her. Ja, ist an. Anscheinend, aber wenn wir auf easy haben, dann gibt's anscheinend auch, ach, warte mal, soll ich uns mal Adventure Mode machen? Nee, lass uns mal lassen, oder? Lass mal so lassen. Ja, wir bauen einfach nichts ab. Ganz einfach. So, also die Texturen sind ja schon hammergeil. Ne? Für so Swarm Map ist das schon sehr, sehr geil gemacht. Was auch immer das hier unten ist. Scheiße. Sind das ja Fackeln? Wie geil ist das denn bitte? Und das hier? Ja. Wie geil sind die denn aus? Ja, also ich finde das ganze Texture Pack irgendwie geil gelungen. Ja, aber bevor wir jetzt hier von Texture Packs reden oder von der Map, wollen wir gleich mal anfangen, oder? Oh. Ey, das war sogar richtig. Ey, da kommt was raus. Mario. Da kommt was raus. Komm mal her. Da kommt was raus. Nee. Das hatte ich gerade eben schon gesehen. Hier kommt was raus. Und wie kommen wir da ran? Das sind Goldnuggets. Brauchen wir gar nicht. Ich habe die Tür geöffnet. Keine Ahnung. Das war irgendwie Ablenkung oder sowas. Weil hier waren ganz viele Knöpfe an der Wand. Ja. Und da hinten, da war noch einer. Da. Wo? Da, komm mit. Zeig's mir. Komm mit. Hier. Ausgang. Ja, sehr kreativ. Okay, gut. Egal. Jetzt ist das Lied erstmal egal. Hauptsache, wir haben jetzt den Ausgang. Ich bin erster. Wenn dürfen im Raum. Die Knöpfe müssen gleichzeitig. Wenn Monster in der Nähe sind. Die Knöpfe müssen gleichzeitig. Okay. Hier könnt ihr noch üben, wenn Level sind Stahltüren. Also sind das anscheinend Holztüren. Okay. Was haben wir jetzt hier üben? Das gleichzeitig drücken anscheinend. Ach, das haben wir Knopf. Okay, warte, lass. Scheiß da drauf. Drück mal. Warte. Ja, warte. Und drücken. Gut. Drücken. Warte. Ich drück schon. Ach, puh. Ja, ich hab's mir nicht geschafft jetzt. Egal. Ich fahr jetzt los, ne? Ja, ich auch. Och, shit. Ich merk schon wieder. Was lag. Ganz ehrlich, die Schienen sehen voll geil aus. Ach, du hast das Texture Pack jetzt auch, ne? Ja, klar. Wow.
Alter. Autsch. Ah, nee, nicht abbauen, oder? Nee. Das Minecraft war auf die drauf. Hallo Spieler 1 und 2, wenn, wie ihr steckt, was, wie ihr seht, steckt ihr beide in, weg da. Scheiße. Wie ihr seht, steckt ihr beide in Scheiße. Euer Ziel ist es, so schnell wie möglich zu entkommen. Ihr werdet einander noch brauchen. Ah, ich brauch dich. So, nun liegt ihr fest, welcher Spieler ihr seid. Ich kann Englisch besser lesen als Deutsch. Gleichzeitig Spieler 1. Was? Spieler 1. Spieler 2? Achso. Ja, dann geh du mal zu Spieler 2. Nö, ich will Spieler 1 sein. Ich bin immer Spieler 1. Oh, Mann, okay. Und 3. Los. Ja, drück. Gut, jetzt. Komm her. Ja, du musst da doch rein, oder? Ja, du musst da auch rein, oder? Muss doch Spieler 1 sein, oder nicht? Ach, Scheiße, ich dachte, das gibt nur Eingang. Aber okay. Hä, bei mir ist ja nichts offen. Wieso ist das bei mir? Komm nochmal her. Die wollen mich verarschen, oder? Hä? Ich habe eine Druckplatte, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ich komm da nicht durch. Ja, toll, und ich komme nicht wieder zurück, weil da war eine Druckplatte und jetzt ist das versperrt. Ja, das ändere ich. Die Musik ist doch schon sehr laut, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Aber hä? Ich hatte die auf 12% gestellt, sonst waren die mal auf 20 oder so. Das ist schon ein bisschen, warte mal. Lol, was ist das denn? Ach, scheiß drauf, ich brauche ganz ehrlich. So, was? Drücken wir nochmal? Ja, ich drück mal Spieler 1 und du drückst Spieler 2 gleichzeitig. Und oh, länger, ja. Länger. 5, 4, 3, 2. Länger. Nochmal drücken. Und los. Bei mir geht das nicht auf. Ja, bei mir ist jetzt auch zu, weil du mich geportet hast. Ja, und jetzt? Hä, was soll denn die Scheiße? Warum ist meins denn nicht aufgegangen am Anfang? Ja, aber meins, vielleicht war was in meinem Zimmer. Ja, hätte, ja. Stimmt. Ja, ich hab dich auch geportet, ne? Super, dann, ja. dann erlaube ich dir jetzt, dich da rein zu buddeln. Willst du mich verarschen? Ey, das ist ja... Mach mal einen Block kaputt, das sieht komplett anders aus als sonst. Ich hab das noch gar nicht gemacht. Probier das mal nur, da wird an den Rändern was schwarz. Lol, das ist ja geil. Und ist da was für mich? Oh ne, ich darf da nicht hingucken. Nicht gucken. Willkommen Spieler 2. Oh ne, im nächsten Raum entscheidest du, ob du teilst. Teilst du? Also muss ich anscheinend hier durch. Also ich schlag mich jetzt hier durch. Hat irgendwas mit der Technik nicht geklappt? Oder irgendwas mit unserem Knopfdrückerkünsten? Warte, näher, gut hat geklappt. Du bist drinne. Was drinne? Ne, du bist jetzt da im Raum. Ich bin so. Im Raum. Achso. Jetzt bin ich im Raum. Aber jetzt sollte sich da, glaube ich, irgendwas... So. Ja, ich... Ich lese mal vor, was bei mir hier steht. Erstmal ist ein schönes Bild von diesem Saw-Ding da, was immer auf dem Dreirad fährt. Und hier steht, willkommen Spieler 2. Dein Ziel ist es, Spieler 1 zu töten. Doch, was? Pass auf. Was? Und sage es ihm nicht. Ja, gefailt. Hat super geklappt. Okay, ich renn vor dir weg. Ich lese jetzt, ihr könnt jetzt lesen, was bei mir steht, ich will jetzt Farbe jetzt nicht vorlesen. Darf ich raten? Ich habe ja ein paar Vorteile gesehen. Also, ich nicht. Willkommen Spieler 1. Dein Ziel ist es, Spieler 2 zu töten, doch pass auf und sage es ihm nicht. Mm-mm. Schade, aber irgendwie sowas muss ich auch rumbringen. Nö. Okay, nee, stopp. Ich dachte schon. Spieler, ey, stopp, ist das ein geiles Bild. Guckt euch dieses Bild mal an. Leute, das Bild ist Hammer. Ja, was? Mach mal Nacht. Ja, hab ich im Bett? Ja, hab ich. Lass mich raten, du musst vor mir weglaufen. Ich sag nichts mehr. Oh, nö, ich hätte das gerade so gemacht. Time at... Also ein paar Fails waren am Anfang schon drin, aber die waren so geplant. Alter, wie geil sind die Betten denn? Was ist das denn für ein Hanky auf dem Bett da? Hey, wieso geht das nicht? Time... Ach, ich hab Time falsch geschrieben. Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert. Hä, wie schreibst du dann Time? Egal. Hä? Okay. Wieso ist das richtig? Ja, weil... Nacht. Haha, du hast 8. Scheiße! Tja, das war nicht so. Ich hoffe, dass wir mit dieser Map schneller durch sind. Deswegen, am Anfang sind wir so ein bisschen trödelig, sieht man bestimmt. Aber, am Ende müssen wir vielleicht ein bisschen durchziehen, weil ich habe jetzt keinen Bock, auf diese Map wieder so lange zu brauchen. Aber,
Ich will auch Spaß haben. Nein, ich so. Will. Ich habe geschlafen. 1, 2, 5, das sind 7. Achso. Pfeil. Okay. Teilst du? Im nächsten Raum ist es überlassen, ob ich teile. Frage. Hast du gerade irgendwas betätigt, dass sich das hier bei mir geöffnet hat? Nee, du hast das bei dir betätigt, glaube ich. Oder bei uns beide, keine Ahnung. Nehme aus der Kiste pro Leben nur eine Sache. Okay, wir wollen uns ja dran halten. Vor allem, weil ihr mich überprüfen könnt. Pro Kiste aber, ne? Ja, ich glaube pro Kiste. Anscheinend werden wir dann ein bisschen mehr öfter drauf gehen. Ah, scheiße, mein Essen. Ich darf jetzt auf jeden Fall nicht sprinten. Okay, einmal Lederstiefel. Für uns. Toll, was passiert? Ich drück hier Dingsens. Oh, schön, dann bekommen wir eine ganze Lederrüstung geschenkt. Das ist natürlich praktisch. Wollen die mich verarschen? Ich hab die. Oh. Hier muss man doch irgendwie Hebel betätigen, oder? Du musst alle Hebel betätigen. Und ein toll, ein Apfel. Den kann ich mir einteilen, falls ich sterbe. Was ist das? Will mich verarschen. Egal. Gut. Ich bin im nächsten Raum. Toll! Bei mir öffnet sich hier nichts. Geheimnisvolle Schaltung. Gleichzeitig. Ja, du musst jetzt halt zu mir kommen. Ja, ich höre dich, hör doch, dass sich da was öffnet bei dir. Du weißt, dass es bei mir lackt, oder? Nö. Egal, ich mache jetzt ohne Rüstung. Werde ich wohl überleben. Vielleicht. Sieht wieder kacke aus. Sieht aus, als würdest du aus roter Wolle bestehen. Guck dir die Eisentüren an. Also ich finde, ich sehe stylisch aus. Was sind das für geile Eisentüren? Junge. Ich glaube, die Türen haben sich gerade geöffnet. Da steht zwar 3 drauf, rückwärts. Ich glaube, wir müssen hier die Knöpfe... Hä? Wo bist du? Na, ich habe geguckt, ob die Türen aufgegangen sind. Nee, nicht der Fall. Okay. Gleichzeitig drücken hier. Wo ist mein Knopf? Lass, drück. Drückst du? Ja. Okay. Was ist das? LOL. Was? Nein! Bleib bei mir! Ciao! Hi! Das war, glaube ich, ein bisschen ungepatcht. Ah, jetzt geht die Tür auf den Geist. Das Ding gemacht. Was ist das denn hier? Hä? Ich kann da rüberlaufen. Cool. Aber hä, wieso kann ich hier nicht langlaufen? Was ist das denn für eine Kacke? Ist irgendwas ungepatchtes? Anscheinend Glas. Ich bin im nächsten Raum. Was ist los? Ach, du bist abgekackt, ne? Nein, das ist lang. Wie geil ist das denn? Alter. Aber ich glaube, wir werden noch ein bisschen öfter absterben, weil so wie er jetzt gerade. Deswegen bin ich ein bisschen... Kommst du auch mal zur Tauschbörse? Tauschbörse. Sind die Bett? Nee. Kacke. Wollen wir weitergehen? Was hast du denn so? Ich hab nur Apfel und Pfeile. Verarsch mich nicht, du hast doch sogar eine Rüstung. Eine Eisenrüstung, ja. Laber, wollen wir tauschen? Hast du einen Bogen? Ja. War bei mir drin. Aber keine Pfeile, stimmt, so rum war's. Kann ich den Bogen haben? Anscheinend hast du eine Pfeile. Nö. Denkst du an Rache? Wieso an was für Rache? Was für Rache soll ich denken? Vielleicht ist dein Partner doch nützlich. Willst du die Bogen? Nein. Es gibt 12 Steine, die ihr braucht, um auf die andere Seite zu gelangen. Platziert werden sie beim Pfeil. Okay. Pfeil. Ich kann mich gerade nicht auf die Story konzentrieren, weil ich gerade so lachen muss. Wo bist du eigentlich? Alter! Ich muss gerade so lachen, weil ich bin direkt hinter dir übrigens. Ich muss gerade so lachen, weil ich habe dir garantiert keinen Bogen aus deiner Kiste geklaut. Da war kein Bogen in deiner Kiste, die ich dir geklaut habe. Ja doch, da war ein Bogen in der Kiste, die ich hier geklaut habe.
Arschloch. Dein Bogen liegt jetzt da, du hast sowieso keine Pfeile mehr. So, okay, müssen wir jetzt hier langjumpen? Ich hab auch keine Rüstung, ich hab gar nichts. Ich hab das jetzt gar nicht gelacht, was wir hier machen müssen. So, Freunde, lass mal kurz lesen. Es gibt 8 Steine, die ihr braucht, um auf die andere Seite zu gelangen. Hat er ja schon vorgelesen. Platziert werden sie beim Pfeil. Ist das ein Pfeil? Sieht so aus, ne? Okay, da muss ich einen Stein platzieren, okay. Oh, okay, Spender. Alles klar. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt anscheinend Steine, die uns dann nach vorne schieben. Na gut. Guck mal, deine... Nee, schon gut. Können wir sowieso nicht mehr durch. Ey, ich hab einen Bogen, aber keine Pfeile. Ist ja blöd. Ich hab dir einen Bogen geschenkt. Aber man muss jetzt auch sagen... Na komm! Da ist irgendwas passiert. Nein! Ach, puh, ja, ich auch. Man muss schon sagen, man kann jetzt doch schlechter springen, wegen hier. Weil ich bin ja hier mit dem anderen Fadenkreuz da. Ich bin an einem anderen Fadenkreuz gewohnt. Okay, nehmen wir wieder so. So. Wir hatten noch keinen Savepunkt, ne? Was hatten wir? Noch keinen Savepunkt, also noch keinen. War mir so klar. Ich stehe da vor der Eisentür, hab den Knopf schon lange betätigt, die öffnet sich nicht und umherum stehen überall Skelette. Hä, wo sind Skelette? In diesem komischen Raum da. Ich kann hier irgendwie langlaufen, kann das sein, dass hier irgendwie Löcher sind? Warum schießt er ins Bombs? Nein. Ich hasse es. Das ist ein bisschen scheiße, wenn das so lag. Ich muss das gerade mal tun, ne? Das ist ja alles. Übrigens, du hast mir meine komplette Eisenrüstung geklaut, ne? Gib mir gleich zurück. Mir so ich dir. Ja, aber das habe ich jetzt unmöglich gemacht. Was machst du denn da? Sind da bei dir Monster? Ja, ich kann aber die Tür nicht öffnen, weil das bei mir lackt. Och. Deswegen komme ich hier nicht raus. Was ist das denn jetzt? Hä? Ist das da auch? Nee. Ey, das sieht mich jetzt gerade so tierisch auf. Jetzt nicht abkacken, Mario. Wo soll ich das denn platzieren? Da? Ja, da. Jetzt darfst du keine Fehler machen mit den Steinen, Mario. Aber das klappt ja ganz gut, ne? Aber ich finde die Idee auch immer geil, ganz ehrlich. Auf sowas muss man erstmal kommen. Anscheinend müssen wir hier das gleich nochmal machen. Wieso habe ich jetzt deinen Bogen eigentlich? Weil der vor meiner Tür lag, weil ich den da hingeschmissen habe. Achso. Lag jetzt weniger bei dir? Ja, aber ich habe keine. Nur was musst du dir vornehmen, ne? Na klar, so sehe ich aus. Ah nein, der letzte Sprung war verdammte Kacke. Mann, ist da alles nur. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf die ganzen Sachen hier. Jetzt klaut ihr nicht die Steine, die ich durch meine Arbeit erspielt habe, ne? Nein. Hast du? Ja, die müssen wir doch einmal wieder vorsetzen, oder? Ja, sollst du. Und das sind die Steine, die ich gerade erspielt habe, aber auch egal. Ich drücke auf den Knopf. Warte. Soll ich die jetzt hinsetzen? Ja. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Einer geht noch. Einer geht noch. Und der letzte. Na so. Ich hab Angst. Komm auch hier rauf. Und hier machen wir ein kleines Pausenbreak. Also. Ich dachte gerade Battle. Ja. Guck mal runter. Ah, so schöne Nichtstone. So, ich hoffe, euch hat die erste Folge dieser Map gefallen. Für mich erster Eindruck, Tagshots sind geil und die Map sowieso, also bis jetzt. Das kann natürlich noch umschwanken, genau wie beim Magic Jump.
Und ja, für mich gibt es jetzt nichts mehr zu sagen, außer liebe Freunde, wartet, bis ich wiederkomme, bis mit der nächsten Folge. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht zuzugucken und ja, den Rest kennt ihr, ne? Macht's gut, Leute, ciao. Ciao.